Moin Leute und herzlich willkommen zu Part 9 von Paper Mario The Origami King. So, ich habe jetzt ein kleines Geheimnis rausgefunden und zwar habe ich hier dagegen geschlagen und dann kam dieses schöne Symbol. Oh, wie oft kann ich ihn noch hier greifen? Okay, wow. Jetzt kann ich wahrscheinlich so rüberspringen. Dann komme ich zu dem letzten nach oben. Wow. Das hier kann man abreißen. Bam! So, ein Hit noch. Und weg ist er. Wow! Ich werde dir die Details ersparen, daher nur so viel. Ich bin ein Sniffit. Ich habe in diesem Bumba versteckt. Hast du auch nur die geringste Ahnung davon, wie es da drin ist? Egal, nimm einfach das hier und versuche mein erstes zusätzliches Erlebnis zu vergessen. Nummer 6, Münzen. Cool. Mach dir um dieses Geschenk keine Gedanken, für mich ist es nur billiger Tant. Schließlich wurde dieses Anwesen mit Einnahmen aus dem höchst lukrativen Schnipselgeschäft erbaut. Wende dich vertrauensvoll an mich und werde dir einzelne Luxus-Schnipsel verkaufen, die du bereits verstreut hast. Hörst du das, Mario? Irgendwie fühlt es sich hier plötzlich friedlicher an. Fast als wären da draußen keine Riesenmonster mehr. Suchen Häuser oder uns zu fressen. Oh, die Musik klingt doch schon mal viel besser. Viel friedlicher. Hier komme ich noch nicht rein, okay. Und es geht weiter. So, dann haben wir das Dorf schon mal gerettet. Vor dem Bösen. Oh, die Gegner sind natürlich wieder da, okay. Ja, haben Toads. Ja, ich wollte gerade ganz friedlich meine Picknickdecke ausbreiten. Als ich zusammengefaltet wurde, danke für die Rettung, Mario. Kein Problem. Und der nächste. Ich hoffe, dass zumindest noch etwas Kartoffelsalat da ist. Ja, hoffen wir es auch für dich. Och nö, ich habe das ganze Picknick verpasst. Dann wurde es wohl mit dem Kartoffelsalat nichts. Wow! Ich habe nur einen Zug. Typisch ist es egal, was ich mache, oder? Ah ne, ist es nicht. So, zack. Der Hammer! Da wollen wir mal draufhauen. Exzellent! Und zack. Wechseln Sie! So, retten wir den letzten Tod. Ach, bin ich platt! Jetzt fühle ich mich, als hätte ich Superkräfte. Wo ist er jetzt hingehüpft? Außerdem scheint er wohl gerettet zu sein. Dann gehen wir mal in diese schöne Höhle.
Eine Feuerblume, cool. Ah, gegen dich will ich jetzt nicht kämpfen. Wir jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht. Oh, hier haben wir noch mehr zerknüllte Toads. Ich habe da drin eine lange, lange Zeit festgesteckt. Und nur, dass du es weißt, da gab es keine Snacks. Ich bin schon ganz schlapp. Wie toll wäre es, wenn ich wie du einfach Y drücken könnte, um einen Pilz zu verschwenden. Dann wäre ich ruckzuck wieder fit. Hey, sieh dir mal dieses süße Haus an. Die Luftschlange meines Bruders geschlungen ist. Meinst du, dass da jemand drin ist? Ach, das sieht mir nach einem wirklich verwickelten Problem aus. Hallo, ihr da drinnen, in der total süßen Haus. Wir wollen euch helfen. Bewahrt einfach die Ruhe und wir kommen zurück, nachdem wir die Sache mit der roten Luftschlange abgewickelt haben. In Ordnung? So, fertig. Jetzt fühlen sich die Leute aus dem Haus schon besser. Befreien wir mal den blauen Toad. Ich kann zwar nicht ewig so weitermachen, aber ich kann es versuchen. Danke Mario, toll, die Videos schon ab, oder? Alles Toads oder was? Nenn mich Retro, aber ich setze nach auf Briefe aus wie Papier. Toll, jetzt kann ich meine Oma anrufen. Danke Mario. Untersuchen. Was haben wir hier? Danke für deine Mühe. Danke. Dank dieser Einfindung fand ich sogar mich selbst. Toad. Du bist auch wieder. Okay, mach's gut, Chaos Crafter. Schönen Abend. Schön, dass du hier warst. Oh. So, weiter geht's. Exzellent. Oh nein. Oh. Doofes Loch. Warum fall ich da noch rein? So, jetzt kommt der Hammer. Exzellent und da sind die Gegner dahin. Ein Toad. Hey, so bekommt man mal so Sachen aus Bäumen wieder runter. Ich werde dann dran denken, wenn ich das nächste Mal dran steigen lasse. Ah, ich bin ja schon voll. Hier werde ich erst mal einiges an. Und ein Toad. Das ist fast so gut wie fliegen, fast! Ich muss mal wirklich alles durchsuchen. Da haben wir ein komischer Papierschnipsel und da haben wir eine Flagge und ein
Ich glaube, mein Beutel ist noch nicht voll genug. Und wieder ein Toad. Überraschung, Pilzsammler. Das sind echt einige Sachen, die man machen muss. Ah, cool. Okay, warte mal. So, erstmal mit dem Stiefel. Oh, nochmal eine Handvoll Gegner. Jawohl. Stopfen wir alle Löcher. So, was haben wir hier unten? Da unten sind die Koopas lang, aber ich würde sagen, wir machen erstmal das Loch erstmal oben zu. Da war ja schon wirklich ein sehr großes Loch. Jetzt bin ich frei und kann im Flug Freudensprünge machen. Was damit? Nein, keine Zeit. Tut mir leid. Oh, da kam meine Überraschungsgegner raus. Warte mal, zwei Züge habe ich Zeit. Und der Hammer. War die Frage, was ich oben oder unten lang? Hier haben wir einen Tod, der gefaltet ist. Den retten wir jetzt. Hey Mario, cooler Schwung mit dem Hammer.
so einen Schwung drauf hast, hast du sicher auch erstklassige Zubehör aktiviert. Da muss ich dich sicher auch erklären, dass du mit Steuerkreuz das Menü aufrufen kannst, um Zubehör zu aktivieren, oder? Speichern wir mal ab erstmal. Überlegen, was kommt da jetzt? Die gucken so. Da haben wir noch einen Tod. Vielen Dank, Mario, aber wenn du auf ein Vermögen abgesehen hast, hast du den falschen Tod gerettet. Ich verkaufe aber edles, exquisites und extra günstiges Zubehör in Toad Town. Schau doch mal rein. So, was haben denn die Koopas? Mario, es ist da etwas passiert, das gar nicht gut ist. Schlecht sogar. Das Tor zum Pergamenton ist verschlossen. Niemand kommt mehr hinein, um es zu verehren. Das Tor öffnet sich nur, wenn sich alle 5 Panzerkugeln wieder an ihrem Platz befinden. Aber 4 von ihnen sind weg und der Typ da versucht ihnen genau diesen Moment die 5. zu klauen. Wir würden ja versuchen, ihn aufzuhalten, aber du weißt schon, wir sind Koopas. Das können wir schon ausrichten. Ganz langsam anrempeln. Ich ziehe mal eins über gleich. Was haben wir hier? Ups. Ah, okay, ich bin gerettet. Könnt ihr es glauben, wir sind gerettet. Lass uns mal unterstützen, wenn ihm mal wer komisch kommt. Drückt einfach Y, dann stellen wir dir bei. Oha, so viele Toads. Gut. Bam. So, jetzt geht's los. Uff. Der Timer läuft und läuft und läuft. Das macht die Anordnungsphase ganz schön hektisch, oder? Oh hey, sieh mal, du kannst Steuerkreuz gedrückt halten und Münzen einsetzen, um dem Timer mehr Zeit hinzuzufügen. Wahrscheinlich kannst du ganz lange gedrückt halten, aber das kostet dann auch eine Menge Münzen. Also, mach das besser nicht zu oft, denk dran. Zeit ist Münzgeld. Zeit ist Münzgeld. Bringt aber nichts. Warum killt er die jetzt nicht? Das ist ja echt doof. Aua. So, jetzt aber. Das war's mit euch, Shy Guys. Boah, solche Macht habe ich seit dieser einen Doku über das Erdpergamenton nicht mehr gesehen. Wollt ihr euch noch ansehen? Dann keine Spoiler meinerseits. Ah, da zuerst einmal solltet ihr die Tempeltour unternehmen. Leider fehlen allerdings die anderen 4 Panzerkugeln.
Oh, wie gemein, dass ich wertvollen Steine gestohlen habe. Ich habe mich so auf die Tempeltour gefreut. Los, lass uns die Panzerkuppeln finden, Mario. Hier in der Nähe ist sicher schon alles abgesucht. Ich kann mir schon denken, wo die jetzt stecken. Oh nein! Aua. Mal wieder heilen. Bam! Eine kleine Maus. So. Retten wir den Tod. Wenn ich mich ordentlich ausgerüstet hätte, hätte ich mich so zusammengeknüllt. Wirst du dich auch immer gut mit deinen Waffen aus, Mario? Man muss stets auf alles vorbereitet sein. So, ich glaube, hier unten war es sonst nichts. Aber ich habe schon jede Menge Toads gefunden, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, dann speichern wir erstmal. Schon mal ganz ordentlich aus. Auf jeden Fall mal wieder leben hier. So, liebe Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zum nächsten Part ein. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis denn.